Die neue Front auf Cobblestone. Ha, geht schnell los. Sieht gut aus für Berserk. Jawohl, 3 gegen 3 jetzt. Und dann kommen sie. 1 gegen 1. Und beide sie angeht. Holst holt die Knife Front für Force bei. Das heißt, die Jungs dürfen entscheiden: Stay or Switch. T-Side, CT-Side. Und es geht auf den Switch. Force bei geht auf die CT-Seite. Los geht's! Mit der ersten Runde. Dritte Map, alles oder nichts. Berserk mit Tech 9, viermal Kevlar, einer Smoke. Erstmal langsam der Dragonlaw vorbei. Währenddessen Frostbite mit viermal Kevlar, Kit und Smoke agiert. Lars offensiv auf lang, hat Doc Tease im Connector, der hier schnell schieben kann. Aber er muss aufpassen. Hört die Steps unten. Ah, Doc Tease kommt unten nach, piekt raus. Ah. Ersten Infos bekommen. Lars auf lang. Oh, Nirbit schaut nicht nach rechts. Und das ist der erste Vorteil für Forceby. Auch Holz holt den zweiten raus. Bombe ist on-set, kann er nicht gelegt werden. Das heißt, der 5 gegen 3 Retake. David K. Close unten. Währenddessen Rampe. Lars ganz langsam hochschleicht. Sie warten auf seine Infos. Schaut Richtung Side, Richtung Balcony, Onset gespottet, unter Window steht David K. mit der Glock, wartet, hört die Steps, überall kommen sie raus, David K. Oh, da fällt er und es ist einzig so leckner, keine Chance, Onside sind sie. Und die Bombe kann ganz einfach defused werden. Sauberer Retake, keinen einzigen Spieler verloren bei Force Buy. Natürlich heißt das hier 1-0 für Force Buy. Berserk, zweite Runde. Bombe gelegt, das heißt, den Geldbonus gab's obendrauf. Und man geht hier erstmal in die Pistol Eco Round. Forstmann hingegen schon mit 3 M4s. Will hier gar nichts groß riskieren. Gar nicht groß in den Nachteil geraten. Sie wissen, Berserk wird nächste Runde AKs und Kevlar reinkaufen. Von daher, jetzt versuchen natürlich die 3 M4s irgendwie durchzubringen. Herr Bakko hinten auf lang. Oh, jawohl. David K. ist raus. Der wird ebenfalls gesehen. Da sie Mitte unten rausgenommen. Ah, Tabakko auf lang. Jawohl. Doppelkill mit Netrick. Und Kito alleine mit Deagle. 1 gegen 5. Ah, guck unten raus, Kito. Keine Chance. In der Runde von Forcebite, 2 zu 0. Und jetzt kommt Berserk in die Byron. AKs, Kevlar, Granaten. Eine UMP auf David K. Währenddessen Forcebite noch immer auf 3 M4 sitzt, MP9 und UMP. Berserk mit dem Teilaufbau. Lars, oh, pusht sich Mitte unten an der Smoke vorbei. Und Kito, rechnet damit. Passt auf. Erster Kill geht an Berserk. Währenddessen oben im Top Dog Tease ist. Tasi muss aufpassen. Kommt um die Ecke, holt ihn sich mit 10 AP. Das ist der Vorteil. 5 gegen 3 Überzahl. Granate von Holz kommt Richtung Rampe. Holt hier Mirbit noch gut Damage raus. Bleibt Onside und Netrick unter dem Balcony. Schaut Richtung Side. Flashbang kommt gut Mirbit Onside in der Smoke-Kante. Na, Nietzsche kommt rum, Bombe ist down, 3 gegen 3, alles wieder offen, während er uns dann angeschossen ist. Holz mit 19 AP, Tech 9 gegen Rampe, rausgenommen. Doppel M4 gegen 3 AKs. Netrick, Tabakko, Holz steht. Ah, Tabakko muss aufpassen. Währenddessen Netrick hinten defensiv steht, 57 Sekunden. Molotov, Holz rausgenommen, Tabakko, Tarzin, David K. Ah, angeschossen, 10 AP bei Tarzin, schafft es nicht gegen Tabakko. Und David K. muss mit 50 HP ins 1 gegen 2. Onset Weißer, Weiß Connector steht. Tabakko defensiv, eine Popflash kommt, Holz gesehen. Na, ah, schießt hier ordentlich rein, nächster Popflash von Netrick.
David Cage sneakt sich unten Richtung Bombe. Bombe hat in der Hand, hört die Steps onside. Kommt an der Kante vorbei. Oh, die Füße nicht gesehen, doch jetzt in Schatten. 1 gegen 1. 20 Sekunden. Onside steht da oben drauf. Und das ist der Klatsch. Und die erste Runde für Berserk. Wir sehen jetzt die AWP bei Forced bei Lars, Mitte, schnell Danger runter, aber Mirbit rechnet damit. Ah, aimt wunderbar ab und erneut geht der Vorteil auf das Konto von Berserk. Wird die Überzahl, 5 gegen 4, Mitte unten Doc Tease nimmt die AWP wieder auf, währenddessen den restlichen drei Spielern auf B steht. Ah, Holz mit der Granate auf den Job, fliegt gut, macht richtig gut Schaden an Solek. Und sie warten erstmal. 70 Sekunden für Berserk. Stehen noch immer vor B, stehen noch immer mit unten in der Mitte. Schauen, ob man vielleicht irgendwo offensiv pusht bei Forced Buy. Ja, eine offensive Smoke hinten Richtung B lang. Und so langsam kommen sie. 60 Sekunden. Alle 5 Spieler jetzt vor der B-Side. Im Drop, Holz unten. Molotov, Fläche, Smoke, alles kommt runter. Holz in der Smoke drin. Ah, schafft es raus aus dem Drop. Und hinten Tabakko, Close Distance, M4 zum ersten, Nätig in der Popflate, kommt rein, Tabakko ebenfalls blind, 40 Sekunden für Berserk. Und Tabakko noch mal leben, Mirbit ist close, genauso wie Tarzin, kommen beide jetzt rum, Tabakko in die falsche Richtung geschossen, instant fallen die Frags auf der B-Side. Doc Tease 1 gegen 3, muss aufpassen, Job steht aber als Keto. Ja, moin! 2-2, Berserk leicht aus und Forced Buy muss in die Pistole-Courant, kein Geld auf der Bank. Viermal Peter 50, eine Granate bei Holst. Aber mehr gibt's diese Runde einfach nicht. Berserk also deutlich im Vorteil. Ah, Granate fliegt wieder gut gegen Solek. Da bekommt er jede Runde Granate im Job in die Raum geschmissen. Hinten warten sie. Mirbit, Keto auf B lang. Aimt Richtung Stairs. Währenddessen alle 5 CTs auf der B-Side stacken. Und darauf warten, dass Berserk hier irgendwelche Infos abgibt. Sie scopen mit Mirbit vor B. Das heißt, das hören sie auf jeden Fall. Sie wissen, eine AWP auf B lang. Kommen jetzt. Oh, Nedrik springt in mir ins Cross herein. Mirbit weiterhin Molotov Richtung Stairs, dass sie hinten nicht raus können. Holz unten im Drop. Peter 50 zum ersten. Weiß oben ist noch eine, aber Keto kann traden. Holt den Trade-Kill, macht die Überzahl wieder klar für Berserk. 4 gegen 3. Weiterhin alle 3 CTs auf der B-Side. Lars, heißt der erste jetzt hier rüber, verschiebt Berserk, kommt mit allen 4 Spielern jetzt über die A-Rampe auf die A-Side. Smoke für Tür, Lars hat die Info-Rotation, kommt vom Rest des Teams. Bisher haben sie einen Kill gesetzt. Das heißt, oben im Drop würde vielleicht eine AK liegen. Lars. Ah, Flashbang kam oben Richtung Balcony, das heißt, unten drunter könnte eventuell stehen. Dessen jetzt Tabakko, Doc Tease hinten, T-Spawn durchpushen. Und das Ganze vielleicht mit den Exit-Tracks nochmal Richtung Mitte angehen. Der zweit Mitte oben am Brunnen. Lars. Immer noch im Connector, das heißt, irgendwo müssen sie langsam auftauchen, die Jungs von Berserk. Dann können sie versuchen, hier noch einen Exit-Effekt mitzunehmen. Tabakko sieht Tarzin auf lang. Ah, steppen jetzt Richtung lang rein. Tarzin hat die Steps gehört, kommt gegen 2. Doc Tease. Ah, sie schaffen es erstmal nicht, Tarzin rauszunehmen. Der holt sie beide. Und somit gibt es keinen Exit-Effekt für Forced Buy. Berserk in Führung mit 3 zu 2. Wir sehen jetzt die Baron von Forced Buy. M4 ist eine Farmers, Granaten, aber kein einziges Diffuse-Kit. Und von daher muss man wieder aufpassen. Sofern Berserk es schafft, sich auf die Bombset vorzuarbeiten, die Bombe zu legen, muss man hier ganz schnell in den Retake gehen.
Der Bakko muss aufpassen und hinten ist Kito schon durch. Der schaut mit der Ecke, holt sich den Nitschik raus und steht auch close den Kopf gesehen. Kito Doppelkill. Hinten Holz muss traden. Oh, Sprinter sitzt nicht, geht auf die Long Distance. Vielleicht Last, jawohl, ersten Check gesichert, aber sonst steht noch Unterzahl, 2 gegen 4. Währenddessen Doc Tees noch immer auf Arbeitschaft ist, so war es alleine auf der B-Set, abgeschossen von links, von rechts, überall kommen sie. Last eingekesselt. Keine Chance gegen David K. Und natürlich wird er versuchen, hier irgendwie M4 und Kevlar durchzubringen, die Waffe zu sichern. Aber nicht, wenn da hinten noch ein AWP steht. Mirbit aimt rein, kommt. Hat ihn hinten gesehen, holt ihn sich. Jawoll! Und wieder kein Geld bei Forcebuy. Wieder nur 2.000, 3.000 auf der Bank. Man kauft immerhin ein paar Pistolen, Granate, eine Smoke, ein paar Mal Kevlar, aber Berserk durch erneut in der Full-Buy-Round mit AWP und AKs. Von daher muss man vielleicht versuchen, mit der Granate und mit den Pistols vielleicht ein bisschen einen glücklichen Headshot zu setzen, einen Lucky Kill zu setzen. Ansonsten kann das hier erneut nach hinten losgehen. Mirvet Prefight in die Smoke. Hat die Schüsse gesehen hinten unter Bakko, die vorbeigezicht sind. Aber erstmal gibt es noch keinen Schaden auf beiden Seiten. Nitschik muss zurück, ist da fast angebrannt. Und Berserk geht hier erstmal nur auf das stupide Up-Aim. Drauf warten, ob hier Forceboy irgendwo durchpushen will. Ob sie irgendwo vielleicht ausschließen gehen. Schieß Lars hinten auf lang. Da kommt jetzt ganz langsam Tarsin nach vorne. Dann kommen sie in die Mitte. Flashbang Richtung Danger. Hinten Lars hat die Info. Ortiz hört ebenfalls, die Substitution kommt von Holz. Und Berserk mit allen 4-5 Mann über die Rampe auf die A-Side drauf. Lars, Doc Tees könnten hier vielleicht einen kleinen Backstep wagen, wenn nicht schon Tarsin Klaus kommen würde. Jawohl, Doc Tees mit dem ersten 5-7. Oh, den zweiten fast auch noch. Und das ist eine Chance. Lars steht Klaus, nimmt ebenfalls in der Ecke, wartet er auf sie. P250 plus Distance. Den ersten gesetzt, AK ist rausgenommen. Und das Ganze in 3 gegen 3. Doc Tees Instant Straight Kills, 2 Kills. Auf jeden Fall eine AK da. Er weiß, wer besteht auf lang. Und da kommt Doc Tees um die Ecke, kommt es ganz langsam rum. Prefan um die Ecke. Doc Tees darf nicht sterben. Schaffen das. Solek angeschossen. 13 AP, 1 gegen 2. Und dann steht er. Wartet, hat noch der Doppelflash. Muss aufpassen. Links, rechts kommen sie beide. Haben wir einen und von lang. Pushen sie langsam rein. Doc Tees über Side. Hohe Popflash von ihm. Doc Tees zieht die Runde nicht raus. Und er holt den Doppelkick raus, Solek. Mit 13 AP klatscht er das Ganze noch. Unglaublich! Drei Runden Führung für Berserk, Forceby in der nächsten Fullbar. Und diesmal auch mit vielen Granaten und auch mit 2 Defuse-Kits. Also beste Voraussetzungen. Aber erstmal müssen sie die Frags machen gegen Berserk, denn die aktuell liegen noch etwas weiter hinten. Ah, Mibet schießt ordentlich in die Smoke rein, im No-Scope, versucht das hier, Granate macht erstmal wenig Schaden. Hinten Tabakko zieht sich jetzt zurück, das heißt erstmal gibt es keinen schnellen Entry auf beiden Seiten. Nitrik, Tabakko pieken beide zusammen lang rein, pushen jetzt durch. Nitrik, Tabakko hat das, den Kollegen hat den Rücken freigehalten. Ein Drop unten Holz, alleine gegen 2 Mann, die kommen jetzt langsam unten durch. Solek, Kito, Smoke, Molotov, Flashbangs, alles wird rausgeworfen Richtung Drop. Und Holz bleibt defensiv. Ah, guckt rum, ah, die Info-Holz, er weiß, dass hier 2-3 Mann im Drop runterkommen. Und instant hat man hier das Cover, Doc Tees aimt den Connector ab, mit dem ersten Entry-Kill auf der B-Side, hinten lang steht noch Tabakko, währenddessen Doc Tees close am Steinchen, wartet drauf, dass sie rauslaufen, und da kommen sie jetzt, Smoke ist gelegen, am Cube kommen sie vorbei, Tabakko ist raus, und das sieht schlecht aus, bevor es bei Doc Tees muss traden, gegen Kito schafft es zum ersten, aber er und Lars in der Unterzahl, 2 gegen 4, Quinto steht, unglücklich, und wieder Solek mit Lauer in Doppelkill gesetzt.
Meine Herren, Berserk trumpft auf der D-Side ordentlich auf. Vier Runden Führung, nächste Pistol Ekelon bei Forceplay. Vielleicht, wenn die Desert Eagles ein bisschen Glück haben, vielleicht ein helles Köpfchen sein. Auf die Headshots gehen, haben wir da oben gesehen. Lars pusht jetzt oben durch gegen Jarzin. Jawohl, sie prefinden ordentlich. Aber David Kay ist noch da. Der kommt mit der AK für Long Distance zum ersten. Lang pusht vor, Mitte ebenfalls noch raus Holz mit der Deagle. Ah. Wollen ihn hier unbedingt umpushen, aber David Kay bleibt beständig, bleibt wie ein Fels in der Brandung hinten stehen. David Kay, jetzt ist er weg. Und das heißt die Unterzahl für Berserk, währenddessen man die Bombe schon auf B legen kann, weil hier alle drei CDs in der Mitte beschäftigt waren. Die Frage, versuchen sie es. Force by 3 gegen 2 Überzahl. Retake. Hinten steht Solek offensiv auf lang. Da laufen sie ihm rein. 1 gegen 1. Kito gegen Tabaco. Und er weiß, dass er hinten über lang kommt. Tabaco brennt an. Weiß, der steht. Kito muss aufpassen. AK gegen AK. Und ein Klo. Tabaco holt ihn. Das ist der Klatsch. Bombe kann defused werden. Dritte Runde für Force by. Und das haben sie gebraucht. Genau das war nötig, um jetzt noch mal ein bisschen Kraft zu schöpfen. Natürlich hier nächster Vorbei und eben durch den Gewinn der Runde. Berserk diesmal mit einem etwas anderen Setup. Vier Mann vor der A-Side, nur Tarzin vor B. Währenddessen Force bei weiterhin mit 4 Mann auf der B-Side stackt und nur Doc Tees unten in der Mitte steht. Und da sneakt sich Berserk langsam nach vorn. David kennt Kito und hinten noch dabei Mirbit mit einer Flashbang. Pushen lang durch, sehen, lang ist komplett frei. Ja, Doc Tees aber noch alleine, hat noch keine Hilfe bekommen. Holz weiterhin Richtung Drop orientiert. Und da muss er aufpassen. Erster Monitor Richtung lang. Schaut Mitte unten rein. Noch immer noch keinen gesehen. Berserk bleibt defensiv stehen. Natürlich hoffen sie drauf, dass Mirbit hier mit der AWP den ersten Kill setzen kann, wenn sie hier einfach lang mal kurz reinschauen. Und jetzt so langsam riecht Force bei das Ganze. 3 Mann auf der A-Side. AWP Mitte unten. Lars gegen Solek. Erster Flash, erster Smoke kommt. Lars im Doppelzoom. Und Berserk. Ja, sie können noch rüberschieben. Sie haben 40 Sekunden, das heißt alle Zeit der Welt. Berserk will erneut Richtung B gehen. Sie haben Tarzin im Drop. Solek kommt hinterher. Nitschik hat die Info. Oh, Molotov, Close Distance. Die Zeit rennt ihn davon. Tabaco hinten auf lang. Flashback ist komplett. Das muss abgecheckt werden, Tabaco. Oh, und der Doppelkick raus. Bomber down. 17 Sekunden für Berserk. Und nur Mirbit, der brennt an. Der muss ins 1 gegen 3. 15 Sekunden. Aber mit zum ersten. Und Zeit steht noch. Mirbit zum zweiten. 1 gegen 1. Und Doc Tees muss das nur ausspielen. 6 Sekunden ist gesehen. Wo Mirbit pusht hier nach vorne. Doc Tees, die spielen mit einer Hunde hin. Das gibt's doch nicht. Meine Herren, Mirbit! Nie im Leben! Die Runde, die hätte so sicher sein können für Force by. Im 1 gegen 1 mit 6 Sekunden. Aber Mirbit, der Klatschmaster mit der Op. Force by mit einer M4, einer AWP. Lars aimt Richtung B-Lang. Warte drauf, dass sich hier Mirbit, David K, Kito zeigen. Molotov Richtung Stairs, Force sie hinten raus und die Tabaco close. Ah, die warten drauf, dass Berserk hier rausgeht. Smoke aufgelegt, Tabaco in der Ecke unten. Ah, Flashbang kommt, sie droppen noch nicht raus, sie warten noch. Jetzt die Smoke von Tabaco, dass sie nicht durchgehen. Oh, angeschossen worden, 70 HP, schießen die Smoke, er trifft keinen einzigen Shot. Jetzt soll's an der Seite rausgenommen worden. Onset noch die M4 und die AWP, droppen runter, Tabaco fällt, Last noch Onset AWP. Und den ersten raus, biegt noch mal nach, links kommt schon und Nitrik. Er ist alleine.
1 gegen 4 Unterzahl, Kevlar CZ und das sollte die Runde erneut verbessern. Die Halbzeitführung holt sich immerhin noch David K. raus, hat jetzt eine AK und die will natürlich versuchen zu safen. Das Geld bei Forcebuy ist komplett weg und daher durchaus berechtigt hier AK Kevlar zu sichern. Tarzin, aimt erstmal Richtung A lang, sofern er hier vielleicht noch den Hintrick von der Seite erwischen kann. Er bleibt erstmal auf der A-Side stehen. Tarzin pusht jetzt langsam etwas durch. Ah, hinten am Van steht Nitric. Tarzin mit dem Molotov Richtung Side. Die Zeit ist rum und Nitric wird sich hier nicht mehr zeigen. Achte Runde für Berserk. Die Herzanführung ist drin. Forceball immer mit einer gesicherten AK mit Kevlar. Und die AK. Man geht auf den 5-Mann A-Stack. Und damit könnte man Erfolg haben, denn Berserk steht ebenfalls mit 4-Mann vor der A-Side. Oh, der Prefire. Kito wunderbar durch. Nitric ist da. Instant Trade Kill. Und unten stehen sie. Tabaco mit der Cannon Spray. Gut, aber den zweiten schafft er nicht mehr. Doc Tees von der Seite. B250. Ja, und da schießt er zu früh gegen David K. Und Berserk kann die Führung weiter ausbauen. 6 Runden Vorsprung. Und Forcebuy will es jetzt hier erzwingen. Sie wollen natürlich jetzt mit 3.000, 4.000 Dollar in den Forcebuy gehen. Man kauft hier M4s rein, UMP, ein paar Granaten, ein Kit auf Holz. Und teilt sich diesmal auf. Doc Tees geboostet auf A, währenddessen man auf B schon aufpassen muss. Dann hinten, da ist David K. schon durch mit Kito. Natürlich kommt die Flashbang. Oh, David K. ist blind. Tabaco von der Seite und ein bisschen Pech. Oh, den David K. rausnehmen können, auch jetzt kommt die Flashbang, David K. macht das, jawohl, erster Entwickler, und was steht noch, David K. für den zweiten zu setzen und doch close Nitric, Holz mit der UMP, Nitric kann traden, aber David K. ist da, und Holz, UMP gegen die AK, schafft es nicht, Lars Doc Tees, Doppel-M4 gegen 4 Spieler von Berserk, on site, der ist gespottet, Instant Tradekin von Solek. Ah, Doc Tees. Auch wieder die Frage. Natürlich hat er kein Kit, keine Granaten. Muss gegen 3 ran. Vom 3 geht's wieder in den Safe. Muss ihn mal aufpassen. Tarzin hat gesehen. Er ist gespottet. Tarzin weiß, wo er steht. Natürlich kommen sie jetzt zur Hilfe. Tarzin mit der AK. Oh, was ist denn da los? Scheinbar das Mauspad zu Ende gewesen. Doc Tees immer noch gegen 2. Aber den zweiten unter auch noch gegen Mibbit. 1 gegen 1. Oh, Headshot gesetzt. Das wird teuer für Berserk, die Runde. Das wird extrem teuer. Denn Doc Tees macht hier einfach mal alle Kills. Mirbit mit der Orb. Schaut nach links, nach rechts. Doc Tees. Hört den Scope. Oben drauf ist er. Doc Tees sieht ihn zuerst. Und er kann immerhin upgraden auf die AWP. 10 zu 3. Berserk ganz nah dran, wieder eine 12-3 Halbzeit hinzulegen und das wäre perfekt. Das wäre perfekt für Solek, Tarzin und Co. Man wartet. Bei Round, bei Forcebuy. AWP auf Lars. Komplett blind. Oh, Tarzin pusht hier einfach raus. PB9 Instant Trigger von hinten von Tabaco mit der UMP. Mitte unten, Kito raus. Ah, muss schauen. Oben steht Nitric mit der CZ. Hört die Steps. Noch nicht, kann da rumkommen. Jetzt die Flashbang, aber Kito. Ah, macht das richtig stark. Doc Tees ist da mit der M4. Doppelkill, Bombe down. Und das sieht gut aus. Mirbit und Solek müssen es richten. AK AWP kommt über lang, über Rampe. Bombe liegt offen. Balkini steht, Onside steht, Solek gespottet. Ja, weiß, wo die Orb steht. Mirbit hängt ebenfalls mit rein. 60 Sekunden auf der Uhr für Berserk, um hier 3 Kills zu machen und die Bombe zu legen. Dann eine Flashbang Richtung Tür. Ah, prallt unglücklich ab.
Und hinten, Solek pusht durch gegen Tabakto, holt den sich, aber Picho nicht getroffen. Doc Tees unten, Lars ebenfalls unten, schauen Richtung lang. Oh, daneben gesammelt, den zweiten ebenfalls, das gibt's doch nicht. Bia Doc Tees immer ein 10-2 mit der M4S, 9 Schuss im Magazin, er hat noch 9 Bullets, ist gesehen worden, sieht die AWP auf lang, holt ihn sich, 2 Schuss im Magazin und Solek ist angeschossen, 12 HP, wieder oben drauf, Doc Tees macht das. Letzte Runde in der ersten Hälfte, Berserk mit 10 Zählern. Force Buy mit 4. Durch den Gewinn der Runde nochmal mit etwas mehr Equipment in der Hand. Mit der Flashbang. Ja, Doc Tees lässt sich erstmal nicht baiten. Währenddessen Nitrik mit der Uhr, mit der MP hinten auf Lagen steht, etwas hier zurückgeht. Auf B wieder offensiv vorne. David K. sneakt sich vorne ran. Hat eine Gap in der Smoke. Schaut Richtung Side. Oh, Lars ist onside. Der erste Shot geht auf das Konto von Force. Bei Mid muss trade. Jawohl, schafft das gegen Tabakko. Smoken diesmal besser. Trotzdem Lars mit einer Granate. Macht etwas Schaden hinten an Mirbit. Schaut rein. Oh, in der Ecke steht er. Wartet er. Vergeblich. Schaut Richtung Statue, um den Kopf zu sehen. Mirbit. Da sieht er ihn. Ist gespottet. Gegen 2-3. Mirbit den ersten. Hinten warten sie onside. Lars und Doc Tees zum ersten Instant Trade Kill kommt von Solek. Überzahl Berserk. Währenddessen hinten im Job Nitrik langsam rankommt. Lars macht den Trade gegen Kito. Und das sind Tarzin und Solek. Eins gegen 2. Lars mit der AWP. Scoped. 30 Sekunden. Bomber crossed jetzt aus dem Holz rein. Oh, die Flashbang kommt optimal. Da kann er nichts machen. Gar nichts. Hat gescoped. Tarzin steht auf lang. Defensiv. Solek onside ebenfalls defensiv. Und Lars muss sich bewegen. Die Zeit rennt gegen ihn. Und er hat eine AWP. Kommt. Wenn er aus dem Scope rausgeht und nochmal scope, wissen sie, wo er steht. Deagle, close distance, onside. Solek. Ah, lässt sich erstmal nicht baiten, schaut nach links, nach rechts, um wie viel zu sehen. Jetzt kommt er, den Kopf hinten, Solek weiß, wo er steht, Lars. Er ist jetzt gesandwiched, sie wissen, kommt um die Ecke, holt den ersten raus, Tarzin von lang, peak Richtung Side, Smoke, und dann kommt er von hinten. 11 zu 4 Halbzeit, Berserk erneut mit einer bärenstarken Performance. Vier Runden bei Force Buy. Sie brauchen den Gewinn der Pistol Round. Dreimal Kevlar, Doppelsmoke, Doppelflash Molotov bei Force Buy. Berserk mit 5-mal Kevlar. Kein Kit, keine Granaten. Force Buy erstmal Richtung Belang. Oh, David K. brennt hier ein bisschen an. Hat Onside noch Tarzin als Support bereit. Smokes gehen raus Richtung B. Man baut sich auf für lang. Für den Drop, für den B-Split. Tarzin mit gegen 2. Drop kommt raus. Oh, ist blind. Muss aufpassen, währenddessen man die ersten 2 Kills setzen kann. Ist nur noch Lars 1 gegen 4 Unterzahl mit einem AP. Keine Chance. Berserk mit dem Gewinn der Pistol Round. Mit guten Chancen hier auf ein 14 zu 4 hochzugehen. Sie gehen in den Force rein. Sie haben keinen Bombenplan, von daher Tech 9, Kevlar, eine Peter 50, eine Flash und eine Smoke hinten auf lang. Solek hört die Steps, smokt sich ab. Ah, muss aufpassen, sie droppen raus. Solek, Instant Trade Kill von Holz. Und Kito ist schon da, ist schon verschoben mit der M4. Schaut vor wem raus. Genauso wie Tarzin, er ist on, der steht hinten mit der P90. Kito wird rausgefischt, aber Tarzin ist da, um zu traden. Mitte oben stehen sie schon. David K. macht das gut. Hinten steht Lars mit der Peter 50, Doc Tees mit der Farmers auf Holz auf lang. Warten, vergeblich, aufgeschossen, Peter 50, close distance, sind auf eine Rampe abgeschossen, ja, Doc Tees muss aushelfen, muss den Kill irgendwie setzen, ist gespottet, aber Holz. Das sollte die Runde eigentlich sein für Berserk. Doc Tees 1 gegen 3 Unterzahl, ist jetzt gesendet worden, von allen Kiten kommen sie, wir mit von hinten, Spedon sitzt, 13-4.
Frostbuy. Nicht im Frostbuy. Sie gehen natürlich in die Pistolecke. Natürlich immer versuchen hier das Ganze noch irgendwie zu gewinnen. Somit versucht man Berserk durch diese Lowlife-Runde zu schenken, herzugeben und danach wieder in der Fullbuy gehen zu können. Vielleicht noch die Bombe legen, das wäre noch ein bisschen extra Geld obendrauf. Ah, Dane wird abgeämmt von Kito hinten. Zu zweit stehen sie auf A, zu dritt auf B. Und Frostbuy lässt sich hier viel Zeit. Sie haben natürlich keine Granaten, sie haben nur drei P250s. Ah, hinten David K. mit einer Smoke. Kasin unten mit der P90. Sie warten. Mitte unten jetzt. Nitric gespottet worden, hat geschossen. Unten zieht noch close. Da wird der Solek mit der UMP. Ah, piekt jetzt mal rein. Immer noch 60 Sekunden und noch hat sich nicht viel getan bei Frostbuy. Berserk verschiebt immer hin und her Richtung A und B. Versucht zu readen, wo sie jetzt lang gehen. Jetzt hat er die Info. Er pusht Mitte durch. Hört die Steps Richtung. Das heißt, sie können sich alle vier auf B aufbauen. Ja, Mirbit droppt runter. Tarzin unten. P90 in Dauerfeuer. USB geswitcht. Jawohl, Tarzin. Keine Chance im Job. 14 zu 4. Zehn Runden Führung für Berserk. Frostbuy mit der vielleicht letzten Möglichkeit und der letzten Chance. AKs, Kevlar, 1 bis 3 Granaten pro Spieler und die brauchen sie. Dürfen hier keine Granate verwerfen. Jede Granate muss perfekt sitzen. Auf A lang, Solek hinten geboostert mit der UMP. Hat Kito als Support dabei. Genau da kommt die Bombe hin. Erster defensive Smoke, damit sie nicht schnell durchpushen. Währenddessen man Belang mit Tarzin ab und zu mal immer weiter reinschaut. Ah, Solek muss schauen. Nitschek kommt hier um die Ecke mit der AK. Solek! Oh, schafft es nicht! Kito muss traden, aber keine Chance! Das ist die Chance! 5 gegen 3 Überzahl! Und Mirbit droppt runter mit der M4-Onsen. Hinten Holz gesehen. Mirbit hat die Info. Weiß, dass sie langkommt, dass sie am Van schon sein könnten. Schafft den Jump nicht nach oben. Onsen, die Flashback ist gut. Mirbit war mal down. Und das ist die Möglichkeit für Berserk. Jawohl, Mirbit. Doc Teens, Tabako. 2 gegen 3 Unterzahl. 50 Sekunden für Frostbuy. Und Mirbit, der macht immer weiter. Obendrauf geboostet. Tabako sieht ihn. Schafft es nicht. 4 Kills bei Mirbit. 15-4. Berserk. Auf 11 Map und Matchpoints. Letzte Chance für Frostbuy. Galil, Deagle, Tech9. Aufgeteilt. Schnell Richtung AB lang. Nitschek mit einer schnellen Smoke und Flashbang. Hinten wartet Tarzin mit der M4S. Schießt mal durch. Granate ebenfalls geworfen. Ah, noch wartet er ein bisschen ab. Kommt jetzt. Close. Macht aber keinen Schaden. Und unten warten sie erstmal. Ah, Molotov im Job oben. Da können sie erstmal nicht durch. Frostbuy auf dem Weg, eine Lösung zu finden. Was versucht man, um Berserk hier Runden abzuknöpfen? Molotov und Job. Nitschek pusht raus. Oh, glücklich. Zum Glück ist Holz mitgesprungen, um den Trade zu setzen. Hinten Rampe. Können sie Solek traden? Onside steht noch hinten. Kito. 3 gegen 3. Die AWP in der Hand ist gespawnt worden. 80 HP. Kito onside. Währenddessen der Rest jetzt B einfach durchpusht. Die Rotation kommt. Kito holt sich Tabako. Lars wird zu traden, schafft auch. 2 gegen 2. Und Holz hält den Connector nicht. Lars alleine, AWP, 30 HP. Gegen Tarzin, gegen David K. Sie kommen von lang, sie kommen vom Connector. Tarzin schaut Richtung Side. Sieht Lars erstmal nicht, sneakt sich am Holz entlang. David K. ebenfalls angeschossen. Oh, Tarzin weiß, wo er steht. David K. kommt von der Seite. Springt runter, Lars mit der Op. Oben mit der gepusht. Lars trifft den Shot nicht und das war's. Berserk gewinnt 16-4 auf Kabelzone insgesamt mit 2 zu 1 gegen Frostbuy.
Und somit heißt natürlich, good game, well played, Berserk, willkommen im Halbfinale der Homemasters 3.